Herzlich willkommen zur 8. Folge Democracy for Alpha Deutschland auf Schwer. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Wir könnten Tabaksteuer. Wow, das ist eine krasse Einnahmequelle. Mehr als Alkohol, hätte ich nicht gedacht, auf so einem niedrigen Level. Wir brauchen auch super viel politisches Kapital, um die zu erhöhen. Weiß jemand, wie hoch die momentan in Deutschland ist? Tabaksteuer? Horst, wie sagt gerade, wurde die Woche ja gerade wieder abgelehnt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also eine Erhöhung der Tabaksteuer, tatsächlich? Oder es geht noch um die Freigabe von Cannabis. Achso. Kann auch sein, dass das jetzt einfach ein bisschen verzögert im Chat kommt. Ja, es geht um Gras, sagt er. Okay, ja, ich warte. Ich weiß gar nicht. Ich mag das ja eigentlich so am Anfang der Woche mal zu gucken, was ist, also so in Sitzungswochen, was ist in dem Bundestag los? Und diese Woche bin ich einfach nicht dazugekommen, von daher. Ich weiß gar nicht, was da auf der Debatte stand. Die Tabaksteuer in Deutschland ist. Steuereinnahmen aus der Tabaksteuer in Deutschland waren 2018 14,3 Milliarden Euro. Okay. Und von einer Schachtel Zigaretten. Da habe ich jetzt hier von Statista von 2019 eine Schachtel Zigaretten, die 6,70 Euro kostet. Davon sind 3,40 Euro Tabaksteuer, 1,07 Euro Mehrwertsteuer und 2,20 Euro gehen an den Hersteller. Das heißt, die Tabaksteuer ist nahe an 50%. Entgeistert. Also ich weiß, wusste es gar nicht, ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich wüsste es jetzt beim Tanken auch nicht, was davon. Müsste ich genauso nachgucken, aber das fand ich jetzt mal, wo du das gefragt hast, hat es mich jetzt auch wirklich interessiert. Fast 50%, finde ich auch schon erstaunlich. Ja, und wenn die Umsatzsteuer noch mit drauf haben, dann ist da schon einiges. Ja. Rauchen für die Bildung. Danke. Nein, aber natürlich wissen wir auch, das muss ich an der Stelle auch natürlich ergänzen, dass Rauchen einfach gefährlich ist und krebserregend und so. Also und so. Letzte Woche haben wir uns über Alkohol unterhalten oder Alkoholmissbrauch. Das müssen wir fairerweise diese Woche dann bei Tabakwaren eben machen. Richtig. Ist nicht nur direkt dafür zuständig, dass die Lebenserwartung niedriger ist, dass mehr Menschen dadurch sterben. Es sorgt auch als Sekundärursache, ist halt ein Problem bei den ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die Haupttodesursache in Deutschland ist, das weiß ich nicht genau, um Gottes Willen, nagelt mich nicht auf Statistiken fest, aber es war halt mal Herz-Kreislauf. Also durch Herzinfarkt oder plötzlichen Herztod und so eine Geschichte. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, ob wir da immer noch sind, aber es ist halt, und das ist halt ein Risikofaktor dafür. Rauchen. Also ein starker. Okay, wir haben und das jetzt. Das wiederum wirkt sich natürlich auch auf die Kosten des Gesundheitssystems aus. Ja. Und das wiederum kann sich dann auch auswirken auf die unterschiedlichen Sozialsicherungssysteme. Also es ist ein relativ komplexes Ding. Und ich glaube, wir könnten hier richtig viel Geld verdienen, wenn wir die Tabaksteuer auf diesen Betrag setzen würden, den wir in Deutschland gerade aktuell haben. Ja. Ja, wir dann müssten. Sollen wir? Also wir haben gar nicht so viel politisches Kapital, aber wir könnten 8 investieren, um hier an die Grenze von 2,2 Milliarden zu gehen. Auf 14 kommen wir gar nicht. Könntest du mal spaßeshalber ungefähr, keine Ahnung, 45%, so das, was wir so für Deutschland gerade mal so angenommen hatten, wie viel das wäre? 3,9 Milliarden. Wow. Also vielleicht muss es nicht ganz so hoch sein, aber so dieses genau an der Grenze finde ich gut. Ja, so viel haben wir gerade. Dann machen wir das mal. Haben wir noch 2? Ja, dann können wir jetzt schon mal nächste Runde machen und gucken uns dann nochmal die Probleme an.
Und hoffentlich auch gelöste Probleme. Ja. Also, nächste Runde. Oh, unser Kreditrahmen wurde erhöht. Business Confidence steigt. Wie schön. Na Gott sei Dank. Kriminalität geht runter. Einer unserer Minister, Ludolf Klein, Public Service Minister. Okay, er sagt, er wird uns verlassen. Und wir können ihn überreden, dass er bleibt. Okay, er hört auf Patrioten und Kapitalisten. Und er möchte Flags on every street corner einführen. Können wir uns dann entscheiden, was auf den Flaggen drauf ist? Nee. Gucken wir uns mal die Politik an. 16. Ethnische Spannungen gehen hoch, Foreign Relations gehen runter. Ich denke nicht, Tim. Ich glaube auch nicht. Vielleicht ist er wirklich nicht der richtige Minister für uns. Ja, Reisende soll man nicht aufhalten. Auf Wiedersehen. Kurz vor der Wahl, na gut, die Medienberichterstattung wird nicht so wahnsinnig gut sein. Aber wir können ja mit Wahlreden langsam. Nichts, was wir nicht durch eine gewiefte Rede ausgleichen können, würde ich sagen. Und jetzt Situation. Okay. Oh. Umweltverschmutzung. Warum ist das so krass plötzlich nach oben? Unser GDP ist explodiert, der Wirtschaft geht's richtig gut. Bam. Climate Change Adaption Fund und alles, was dazugehört, wird demnächst auch fertig sein. Ja, und wir müssen unseren Haushalt sanieren. Ja. Da CO2-Steuer, wir wissen jetzt, das funktioniert. Richtig. Aber das sollten wir erst nach der Wahl machen. Ja. Okay, was unser. Was aber tatsächlich auch ganz, Romy. Ganz gut ist, weil wir brauchen. Ja, warte, wir brauchen super viel politisches Kapital für beide politische, für beide Entscheidungen. Deswegen ja. Wollte ich zum Sparen anregen. Guck! Wow. Ja, unsere okay. Interest Rate ist runtergegangen, weil unser Kreditrating hochgegangen ist. Und unser Defizit ist mal von 113 auf 70 Milliarden geschrumpft. Und das eigentlich nur aufgrund der Tabak-Alkoholsteuer, oder? Ja. Naja, gut. Und die Zinsen für unsere massive Staatsschuld ist runtergegangen. Aber das trägt auch dazu bei. Und unser GDP ist hoch. Im Chat gibt es auch gerade noch mal, sei auch sehr schön von euch, vielen Dank. Horsti, der meint so, ja, es wird wahrscheinlich nicht die Regenbogenflagge sein. Weiß ich nicht, aber das hat auch was damit zu tun, was wir unter dem Begriff Patriot verstehen. Also nur weil man Patriot ist, heißt das ja erstmal noch nicht, dass man Nazi ist. Oder dass man menschenverachtende Ideologie hat. Also man kann, das wäre so die eine Seite, also warum kann nicht auch ein Patriot eine Regenbogenfahne hissen? Und Fredinator ergänzt auch nochmal, dass es ja Länder gibt, in denen die Flaggen normal sind. Ja. Ja, ich habe den, also das ist möglicherweise in Deutschland so ein bisschen anders, so mit Flaggen überall schlechte Erfahrungen gemacht, in verschiedenen Systemen. Aber ehrlich, so richtig viel sagt mir so eine Flagge jetzt auch nicht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal so die Definition Patriot und Nationalist, ja, wobei Nationalist, also Patriot verstehe ich als jemand, der eine gewisse Freude und Liebe zu seinem Land ausdrücken möchte, auch nach außen. Und die negative Seite, was dann kein Patriot mehr wäre, ist Abgrenzung, dass man sein eigenes Land erhöht, indem man sagt, dass die anderen Länder Kacke sind. Das ist dann. Aber ich fürchte, dass diese Grenze gerade irgendwie in Deutschland so, ich weiß gar nicht, 2006, als die WM in Deutschland war, das war dann ja so, da gab es so ein paar Interviews, die an mir haften geblieben sind, wo man dann so Straßenumfrage, so das Bescheuertste, was man als Fernsehsender tun kann. Aber eine Sache ist in mir da so hängen geblieben, irgendwie so, und was sagen sie dazu, dass jetzt überall auch Deutschlandfahnen hängen zur WM und so weiter und so fort, ne? Und irgendwer auf der Straße hat gesagt, ja, wir wollen halt auch mal wieder.
Und dann waren wir so, was? Mal wieder. Was? Ja, genau. Weil dieses, wir wollen auch mal wieder. Und an der Stelle war es so, ja. Total. Und es gibt ja auch Verfassungspatrioten. Und ich finde so, das deutsche Grundgesetz ist an sich eine ziemlich coole Verfassung. Und die wird auch zu den liberalsten und sichersten Verfassungen, die es da so gibt. Und insofern würde ich mich sogar selbst als Verfassungspatriotin bezeichnen können, ohne dass ich das jetzt an der Stelle tun will. Und es wäre trotzdem völlig in Ordnung. Aber die Schwierigkeit, da sind wir bei der Benutzung von Sprache, wie, in welchem Kontext bestimmte Begriffe benutzt werden. Und der Begriff Patriot ist halt in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer weiter nach rechts gewandert. Und wenn Leute einen Begriff unterschiedlich definieren, ist es auch ein bisschen schwierig, dann den zu benutzen in einer zwischenmenschlichen Kommunikation. Also du fängst den Satz an und jemand anders geht schon an die Decke und du weißt gar nicht warum. Ja, und da finde ich es auch so interessant, dass dieses Verfassungspatriot oder Grundgesetzpatriot, so dass das sich auch etabliert hat, um klar zu machen, was damit in irgendeiner Form gemeint ist. Und Flaggen und so, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit der Deutschlandfahne, so, das ist jetzt auch nicht so meins, aber zum Beispiel habe ich in meinem Twitter-Profil voller Freude die europäische Fahne, weil ich diese Idee eine ganz tolle finde. Ich freue mich auch über Deutschland und so, aber wenn ich verpflichtet wäre, irgendwo eine Flagge wehen zu lassen, so auf meinem Grundstück oder so, dann wäre es entweder die europäische oder die Fahne von meinem Ortsteil, wenn es ein Wappen gibt oder sowas. Weißt du, so irgendwie sowas vielleicht noch, aber Deutschlandfahne, weil ich irgendwie die Menschen, die ich, wo tatsächlich kenne ich ein paar, die sagen, ja, wir hissen in unserem Kleingarten oder auch auf dem Grundstück die Deutschlandfahne. Zu diesem Kreis möchte ich gar nicht gehören. Deswegen wäre mir das zuwider. So, also. Mir geht es an der Stelle auch nicht anders. Ich bin sehr gespannt, wie das ist, wenn ihr dann umgezogen seid und außerhalb der großen Stadt am Rand wohnt. Welche Fahne dann bei euch gehisst wird und am Fest? Naja, ich glaube, wir planen nicht in irgendeiner Form eine Fahne zu hissen. Ach nicht, wir müssen einfach nur eine gute Fahne finden. Das stimmt, ja. Ja, Fahnen als Symbole. Politik und Symbole ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Oder Symbole der Politik. Ja, und Fahnenlehre, Vexillologie heißt, glaube ich, das Fachwort für die Lehre der Fahnen. Ist auch ein super spannendes Feld. Total. Ich bin sehr froh darüber, dass es eine ganze Serie gab, wo wir Fahnen mit Flex bewundern konnten. So. Zurück zu dem, was wir vor der Brust haben. Unser Defizit ist runtergegangen. Großartigerweise. Ja. Gucken wir mal auf unsere Probleme, würde ich sagen. Gig Economy geht wieder hoch. Naja, weil unsere Wirtschaftskraft krass zunimmt. Das GDP ist gestiegen. Also Bruttoinlandsprodukt. Technological Advantage steigt weiter. Das ist schön. Da wollte ich gar nicht draufklicken. Hier die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft hat einen kurzen Dings. Ist jetzt wieder am Stagnieren. Leute. Fettleibigkeit geht runter. Das ist wundervoll, das zu sehen. Die Asthma-Epidemie. Oh, krass. Ja, wir werden jetzt demnächst wieder als neues Problem Umwelt bekommen. Das hat sich ja schon angekündigt. Internetverbrechen stagniert. Alkohol leichten Dent wieder. Also ein klein wenig ein Trend nach unten. Nicht genug für meinen Geschmack. Organisiertes Verbrechen geht langsam runter. Da ist auch noch gerade das Zeugenschutzprogramm dabei, da das weiter auszubauen. Aber vielleicht reicht es nicht ganz. Mal sehen. Vielleicht gibt es noch ein paar kleinere Programme, die wir schon mal anschieben können.
um zumindest dieser Asthma-Epidemie nochmal was entgegenzusetzen, wobei ich davon ausgehe, dass wir das nicht anders hinkriegen als mit dieser Climate Change-Geschichte. Da haben wir es direkt mal. Ist jetzt nicht, ist halt wieder so eine langwierige gedauert. 4 Quartale, also ein Jahr, wobei, ne, also die Erfahrung zeigt, das kann auch mal ein paar Jahrzehnte dauern. Frage aus dem Chat, ob wir uns jetzt schon die Wähler verprellen wollen, komplett. Wobei die Frage ist, ob wir mit dem Verbot von Kohle die Wähler verprellen. Ich meine, hier ist es Popularität von 55%. Ja. Ich weiß nicht, wie wir solchen Dingen wie dem All-Demand irgendwie begegnen können. Weil das würde ja bedeuten, dass wir dort noch auch wieder andere Bereiche nochmal antriggern müssen. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal bei Transport schauen. Wir können halt Clean Fuel Subsidies könnten wir machen. Hier die Spriteffizienzstandards und MPG haben wir vor nicht allzu langer Zeit gelernt, Miles per Gallon, das heißt also Autos mit hohem Spritverbrauch sind damit gemeint, sorgt dafür, dass unser Oil Demand wieder runtergeht, wenn wir da Standards einführen. Wäre sich natürlich nur auf Autos bei dem Kohleausstieg. Kohleverbot, ich nenne es Kohleverbot, Kohleausstieg klingt so nach aktueller Politik. Bei dem Kohleverbot müssten wir ja eigentlich in die Industrie rein, oder? Ja. Aber auf jeden Fall für die Ölnachfrage wäre das ein guter Ansatz. Kostet uns jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja. Und die CO2-Emissionen, da müssen wir sowieso rein. Genau. Können wir beides nicht in einer Runde einführen? Das könnten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Public Services, da haben wir wieder unseren Climate Change Adaption Fund, der halt sau teuer ist. Aber ich meine, mein Gott. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Wir sind jetzt 2 Runden vor der Wahl, oder? 3, wenn mich nicht alles täuscht. 3 sogar. 3 Turns vor der Wahl. Mein Vorschlag wäre, dass sowohl du als auch ich, als auch der Chat jeweils einen Vorschlag machen kann für Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig viel kosten, die uns aber wichtig sind. So mal unabhängig von dem Problem, weil wir ja kurz vor der Wahl sind, um nochmal irgendwas Schönes zu machen, was wichtig ist. Ja, sag nochmal, wie du das genau meinst. Der Chat kann was machen? Der Chat kann einen Vorschlag machen für eine politische Entscheidung, die ja dort in dieser Liste auch ist. Wichtig ist nur, dass sie nicht so wahnsinnig viel kostet, da müssen wir uns nochmal abstimmen. Und in den 3 Runden bis zur Wahl kannst du, kann der Chat, kann ich uns jeweils eine Sache wünschen, die wir umsetzen wollen. Keine riesengroße Entscheidung, sondern eher diese kleinen Bereiche wie eine Antirassismuswoche oder keine Ahnung sowas. Ja, dann lieber Chat, haut mal raus, welche Sachen ihr euch wünschen würdet. Wir gucken mal, ob wir was Passendes bei den Vorschlägen finden. Ich kann halt auch mal ein bisschen durchgehen. Ich kann auch mal Law, ich weiß nicht, ob ich bei Law and Order irgendwie was Schönes finden würde. Hier gibt es viele Sachen, die eventuell klein sind. Zum Beispiel der hier, dass man das sauber hält. Free Parenting Classes. Worauf würdet ihr gerne? Also haut einfach mal raus ins Blaue hinein. Wir versuchen dann was zu finden. Finde ich eine schöne Idee, Romy. Und es wurde auch im Chat gefragt, wenn man Kohleausstieg, ist damit eigentlich privat auch Grillkohle gemeint? Nein. Vor allem ist mit dem Kohleausstieg die Verfeuerung von Braun- und Steinkohle zur Stromerzeugung gemeint. Kohleausstieg heißt auch nicht, dass man keinen Stahl mehr kochen darf, wofür man ja auch Kohle benötigt. Aber da geht es ja um den Kohlenstoff, damit Stahl entsteht. Der Kohlenstoff löst sich im Eisen und Stahl wird raus. Es geht um die Verstromung. Ich weiß, dass du diese Frage nicht ernst gemeint hast, Horsti, aber ich finde es trotzdem interessanten Funfact, dass Kohle benötigt wird, damit sich der Kohlenstoff aus der Kohle im Eisen lösen kann. Deswegen nennt man das auch wirklich Kochen.
beides vermischt wird und wenn es hart wird, wird dann erst Stahl daraus, weil Stahl ist eine Legierung aus Kohlenstoff und Eisen. Passend dazu übrigens, die Frage ist insofern auch von Frede nach oder nachfolgend nochmal ganz interessant. Wenn wir nämlich jetzt auf die Kohle gucken, die wir so zum Grillen benutzen, stellt sich die Frage, wo kommt denn diese Kohle eigentlich her? Wie ist die hergestellt worden? Und es gibt ja gerade die Debatten über ein sogenanntes Lieferkettengesetz, wo diejenigen, die das Produkt dann hier vertreiben, sicherstellen müssen, dass es nach bestimmten Standards hergestellt worden ist. Und wenn wir Kohle aus, keine Ahnung, tropischen Regenwaldregionen haben, dann wird es schon so ein bisschen schwieriger, weil dann auch die Unternehmen hier verantwortlich gemacht werden können. Für das, was ihre Subunternehmer da tun. Das ist eine wundervolle Idee. Sehr, sehr schön. Ich glaube, als wir Democracy 3 gespielt haben, also es ist jetzt bestimmt schon 2 Monate her, haben wir uns darüber mal ganz kurz unterhalten. Okay. Da hatte ich aber nicht auf dem Schirm, dass es in Deutschland schon so eine Gesetzesinitiative gibt und hatte, wenn ich mich recht entsinne, in irgendeinem unserer vielen Chats ein kanadisches Beispiel oder ein US-amerikanisches Beispiel gebracht. Jetzt inzwischen ist es auch in Deutschland die Debatte. So. Welchen Bereich würdest du denn gerne hier von den kleinen Dingen umsetzen? Du hast ja auch einen frei. Ich habe einen frei, ja. Also beispielsweise Foodstamps finde ich immer eine schöne Sache. Wobei ich auch das fällt mir jetzt gerade so auf. Tabak Awareness Campaign fände ich gar nicht schlecht. Also im Public Service haben wir wahrscheinlich noch die meisten Möglichkeiten, so mit so kleinen Elementen was zu machen. Ich schwanke ganz stark zwischen Free Parenting Class und Youth Club Subsidies. Aber Youth Club Subsidies sehe ich gerade, ist jetzt schon bei 9. Das würde ich fast auf nicht mehr als klein bezeichnen. Gut. Warum ist denn das so teuer geworden? Und die Free Parenting Classes, was kosten die uns an? An politischem Kapital 3. Nee, am Minister kann es nicht legen. Das ist eine, ich würde sagen, der Entwickler hat für Deutschland das so gemacht, dass Jugendclub-Subsidies halt teuer sind. Also. Ich habe, wenn ich das in einem seiner Videos, die er gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, richtig verstanden habe, ist für ihn das politische Kapital quasi der Aufwand, der betrieben werden muss, um dort eine Lösung für zu finden. Also je mehr Ebenen beteiligt sind, desto höher ist sozusagen das politische Kapital, was du brauchst. Mhm. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass hier weil das ja die Jugendclubs sind, auf der einen Seite mit einer bundeseinheitlichen Regelung zur Förderung, dann aber wieder über die Pläne der Länder und finanziert dann schlussendlich von den Kommunen und gewollt von den Kommunen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das so der Grund ist, warum das einfach ein bisschen mehr ist. Die Parenting-Classes, da musst du ja nicht so wahnsinnig viele Leute einbeziehen. Du kannst sagen, machst das und dann gibst du die Aufträge raus und hast ein schönes Programm. Ich glaube auch, dass Cliff sehr darauf geachtet hat, dass er viele Sachen einfach teurer macht vom politischen Kapital, weil um quasi wenigstens ein klein wenig abzubilden, dass Deutschland föderaler Staat ist. Also für mich wäre das jetzt auch so eine halbwegs logische Erklärung für das, was er da geplant hat. Ja. Okay. Also ich würde mir, ich würde aber tatsächlich, also es gibt ja Free Parenting Class, gibt es auch Zustimmung durchaus. Ich hätte jetzt aber gesagt, dass wir vielleicht mit Ben Cole direkt erstmal einsteigen, oder? Weil ich glaube, das ist so das Naheliegendste, weil wir uns gerade keine CO2-Steuer leisten können. Weil wir müssen was gegen die Umwelt tun. Die Umwelt wird für, nicht gegen die Umwelt. Mutter Natur hat den Kampf angefangen und nur weil sie jetzt verliert, stecken wir doch nicht zurück. Das war irgendein Mr. Burns Zitat aus den Simpsons. Pretty fly. Ja. Noch kurz zum Chat. Horsi sagt, dass die Jugendclubs ja die Gelder vom Jugendamt aus dem Bereich Hilfen zur Erziehung bekommen. Ja, totaler Fall. Also so lustig ist es gar nicht. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass das ja eigentlich partizipativ zusammen mit Jugendlichen im Rahmen des
Kinder- und Jugendplanes vor Ort auch entwickelt werden soll. Also steht zumindest in den jeweiligen Gesetzen auch drin. Von daher ist das auch selber nochmal wirklich ein sehr spannendes Thema für Beteiligung und Sozialwesen, Gemeinwesen. Darauf. Danke, Fun Facts von der Seite, super gut. Ja. Also was sagst du, Romy? Sollen wir Ben Cole machen? Ja, alles klar. Klar. Und hier kann ich jetzt einen Schieber, es gibt mir jetzt wenig. Puh. Was es abbildet. Lass uns mal überlegen, was es denn abbildet, dass wir Medium, High, Maximum. Also es ist jetzt keine Besteuerung, sondern Ben Cole. Was heißt Medium, High, Low? Ist auch keine Steuer, weil wir haben kein Income und keine Kosten. Also es ist auch nichts, was in irgendeiner Form kontrolliert wird. Normalerweise würden die Kosten ja dann... Die Kosten entstehen ja für wen anders. Ja. Also wenn du ein Verbot machst, müsstest du so als Staat dann gucken, wie wird das Ganze eingehalten? Ja. Wie kannst du diese Entwicklungsphase bis dahin irgendwie so gestalten, dass nicht alle gleich wahnsinnig werden? Und wie kannst du den Übergang halt gut finanzieren? Aber schlussendlich bleibt die Finanzierungsfrage bei den Unternehmen, die sich dann umgucken müssen, wie sie ihren Energiebedarf decken. Mhm. Deswegen verstehe ich schon, dass es hier weder Kosten noch Einnahmen gibt. Und wir müssten wahrscheinlich einfach nur schauen, welcher Bereich uns am wichtigsten ist. Und vielleicht ist es hier auch so, dass sie einfach nur prozentual draufgehen oder dass sie nur einzelne Sachen abschalten oder wie auch immer. Es wird wahrscheinlich abbilden sollen, dass man so einen schrittweisen Kohleausstieg macht, der mit der Zeit kommt. Also, was ich aber spannend finde, ist, dass der Impact auf die Asthma-Epidemie quasi sofort ist. Ich würde es hiervon tatsächlich abhängig machen, GDP. Da würde ich sagen, wir können uns minus 5% leisten. Und so würde ich es quasi einstellen. Also, gut. Wir haben ja auch immer noch mal Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn wir denken, wir müssen da noch mal nachsteuern, können wir es auch noch mal machen. Ja. Also wäre das irgendwo... Ja, 5,22. Also würde ich sagen, irgendwo da. Kapitalisten finden es natürlich doof, aber unsere CO2-Emissionen sind direkt betroffen und die Asthma-Epidemie. Und für die Umwelt ist es gut. Unser Ölbedarf steigt etwas, aber da können wir auch gegensteuern. Das haben wir gemacht. Ja, und also ich persönlich, ich sehe gerade, es wurden Kanalpunkte ausgegeben für ein Schlückchen Wasser. Dem komme ich sehr gerne nach. Danke, Horsti. Danke. Und auch nochmal, Horsti, danke, dass du es im Chat auch nochmal schreibst. Das Jugendamt hat natürlich viel mehr Aufgaben als dieses, wie du es geschrieben hast, Kinder wegnehmen. Und es ist so wichtig, dass wir gut ausgestattete und funktionierende Jugendämter haben in den Kommunen und gute Leute da. Und viele Kommunen haben das auch. Ja, also ich hatte ja schon gesagt, was meine Free Parenting Class, da wäre ich stark für, was Kleines, was ich gerne einführen wollte, das können wir jetzt auch noch machen. Gibt es noch andere Sachen? Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, dass wir das dann erstmal umsetzen und ich bin raus mit meinen Vorschlägen. Ja? Okay, dann. Chat gab es Zustimmung, von mir gibt es Zustimmung auf jeden Fall. Alles klar, dann machen wir das mal und ja, hier nur Vorteile, könnte man sagen. Und da würde ich sogar sagen, ja, hier so. Oder sogar volle Lotte. Das können wir auch komplett machen. Okay. Das ist übrigens auch total schön in dieser Anzeige, dass es ja dann auch mehr Eltern werden. Ja. Weil, logisch, aber auch schön. Schön, wie es dargestellt wird.
Ja, okay, dann haben wir noch 3 Runden und wir haben jetzt alles ausgegeben. Wir könnten eine Rede halten, ne? Mhm. Wir sind immer noch, Members sind sehr niedrig, Aktivisten haben wir keine. Wir haben so gut wie keine fanatischen Supporter. Die Property Rights Party hat fanatische Supporter. The Democratic Party ist irgendwie im Eimer. Manifesto können wir erst kurz vor der Wahl. Ach, wir können noch keine. Wir können noch keine Rede halten. Das können wir erst nächste Runde. Wie sieht's denn hier mit Fundraising aus? Wir haben 3 Spender und unsere Memberzahlen steigen. Und die Spender sind auch relativ, tja. Spannend. Dann einfach mal nächste Runde. Sehr gern. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.